So, hallo meine lieben geschmeidigen Freunde und herzlich willkommen zurück in Night City hier in Saburos wunderschönen Büro in Cyberpunk 2077. Vor dem Fahrstuhl. Ich bin so der Ordinator, ja, wir spielen die Endquest Total Immortal, ne? Wo wir uns für Arasaka so... ein großer Junge hat Angst vor dem Fahrstuhl? Halt doch mal deine Gosche. Wo wir uns im Prinzip für Arasaka entschieden haben, dass die uns helfen. So. Und wir gehen jetzt mit... Hanako... Wir fahren nach unten? Zu Mikoshi. Ich sagte doch. Mikoshi kann nur von einem Raum unterhalb des Arasaka Towers betreten werden. Na. Bevor wir die Vorstandssitzung unterbrechen, müssen wir noch eins tun. Huh? Ich habe immer mehr das Gefühl, du sagst mir nicht die ganze Wahrheit. Vermutlich, weil ich dir nicht die ganze Wahrheit sage. Ich bin vorsichtig. Ich dachte, wir vertrauen einander. Tut ihr nicht. Zwischen uns herrscht nun Vertrauen. Deshalb bist du hier. Obwohl ich vorher, die werden mich kurz für ihre nachdem Zwecke du mich entführt hast, das war alles sexy hier, deinen Rat Boden gesucht habe. Richtig geil. Wessen? Vaters. Ich hab gewusst, also die haben... Arasaka hat eine Möglichkeit erfunden, wie falls ihr euch das was ich sagt... Ich brauche einen Moment. Wie bei Altered Carbon, die Netflix-Serie, die Entität oder das, die Seele im Prinzip auf den Chip zu speichern. Das Büro ist nicht die einzige Kopie hier. Was? Otosama. Konohito yo. Omae wa wagasha kara usumi wo hataraita. Fuck, träume ich? Immer wieder gern, ne? Du hast richtig gehört, Bastard! Wie? Schöne Grüße von Silverhand! Aber es hat einen Haken. Das werden wir später feststellen. Wir können gehen. Moment. Ich will mit Jackie Wells reden. Mit wem? Arasaka hat seine Leiche. Goro hat gesagt, ihr befragt die Toten. Ich glaube, ich verstehe jetzt auch wie. Das sind leider zwei unterschiedliche Dinge. Aber schauen wir mal. Wie denn? Jackie Wells. Mano, endlich! Mama meinte immer, Geduld ist eine Tugend. Und manchmal lohnt sie sich sogar. Jackie, wie fühlst du dich? Sie will sicher gehen, dass ich nicht in der Tonne verrotte, wie die anderen Wills-Jungs. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Erinnerst du dich daran, was passiert ist? Wir spielen endlich oben mit, Mano. Arbeitet für Dex, den fettärschigen Gangster-Messias vom Afterlife. Ein Berg von vergoldeter Coolness. Nicht schlecht, ne? Genug gesehen. Jay, Misty. Misty, vermisst dich sehr. Oh, Misty. Hör zu, Mano. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich habe ein Date mit Misty und, komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Das waren die ersten Worte, wo er im Prinzip am Anfang vom Game zu uns gesagt hat. Hey,
Ich hatte nie die Gelegenheit, mich zu bedanken. Der Biochip? Nimm du ihn für mich. Ich wusste, dass ich immer auf dich zählen kann, Jack. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Pass auf dich auf, Amigo. Afterlife, wir sehen uns dort. Eben, es sind nur noch Hast du bekommen, was ne? du wolltest? Habe ich nicht. Das weißt du auch. Ich habe dich gewarnt, dass es etwas anderes sein würde. So kann man es auch sagen. Heftig, oder? Los jetzt. Wir müssen weiter. Okay. Total Immortal, Folge Hanako. Ich... Johnny! Nein! Nicht jetzt! Johnny... Ah, wir sind in Mikoshi. Ja, es war nur eine kurze Entität. Ja, aber ich werde minütlich schwächer. Wir müssen uns beeilen. Aber die missbrauchen mich jetzt für ihre Zwecke. Und das werdet ihr auch sehen. Und dann Deine auch gegen Leute. Ende. In gewisser Weise ja. Soll heißen. Wo ist sie denn? Jetzt ist das macht für sie wahrscheinlich keinen Unterschied, oder? Die ist jetzt rübergespawnt. Deshalb hast du mich hergebracht. Ihre Beweggründe sind ja auch egal, solange sie in die richtige Richtung schießen. 12.000? Wenn es unvermeidbar ist. Und nur dann. Du meinst, wenn der Vorstand uns kein Wort glauben will? Falls. Nicht wenn. Und dann soll ich die auch neutralisieren. Halte deine Waffe bereit. Und kein Wort, bis ich es sage. Ganz egal, was passiert. Du musst mir vertrauen. Ei, ei. Ich bin dein Knecht. Die Vorstandssitzung. Interessant. Eigentlich keine schlechte Idee. Ein Riesenkonzern und die ganzen Verwandten und die Vorstandsriege und ich bin zu spät. Aufsichtsrat, ne? Hanako, was tust du hier? Mein Bruder. Wo ist er? Er sagte, wir sollen ohne ihn anfangen. Das ist eine Falle. Dann beginnen wir ohne ihn. Beginnen? Was? Die Enthebung Yorinobus von seiner Position als CEO von Arasaka. Hab ich richtig gehört? Was tun Sie da? Sie können doch nicht... Hanako, ich glaube, Sie schulden uns eine Erklärung. Wie? Das ist dein Platz. Ja. So, lasse ich mich nicht behalten. Hast du gehört? Pflanz deinen Arsch woanders hin. Los! Mach dich vom Acker, du Facker. Na, endlich. Skandalös. Sehr freundlich. Yorinobu hat meinen Vater ermordet. Und seinen Tod für seine Kriegshetze ausgenutzt. Und sie wussten davon. Sie alle. Faszinierend. Absurd. Was sagst du da? Ach, nichts als Lügen. Haben Sie noch etwas außer Anschuldigungen? Einen Augenzeugen. Ihr habt Yorinobus Lügen wie Schoßhündchen gefressen. Ist eben leichter, fügsam zu sein. Richtig? Diese Farce langweilt mich allmählich. Ruft jemand bitte die Wachen? Gute Idee. Wir können direkt zu Yorinobu laufen und ihn fragen, was im Konpeki Plaza passiert ist. Aber achtet darauf, dass sie bewaffnet sind. Euer Boss erwirkt gern Leute, wenn er wütend wird. Zugegeben, eine ernste Beschuldigung. Aber nicht mehr. Wenn unsere Aussagen nicht ausreichen,
Vielleicht hören Sie ja auf meinen Vater. Oh. Misagi hatte da ja Tsurami. Arasaka-sama? Akago no yo ni mamma to damasareta ka. Hiyorimi shugi ni hashitta ka. Izure ni seyo. Kare ni mo yakuin de aru mono tachi ga nanto nasakenai. Tja, soll uns das überzeugen? Nichts als ein Zaubertrick. Mahetto. Omae ga Militech tomo senben senso o yuryo shiteita toki. Watashi wa kou itta hazu da. Omae ni wa 3つのものが欠けている。自信、知性、そして根性だ。アラサカ様、見たところ、あれから何も変わっていないようだな。ist es。 Großvater, wie lauten Ihre Anweisungen? Guck, das sind alles die Enkelkinder und so ein Scheißdreck. Hanako の指示に従え。 Hanako の発する言葉は全て私の言葉同然だ。Ich muss jetzt Arasaka aufpolieren, ne? Das ist jetzt im Prinzip... Gibt also, es Einwände? Im Prinzip habe ich denen jetzt geholfen, ihren inneren Streitigkeiten über die Bühne zu kriegen. Was passiert hier? Oh. Jemand hat offenbar Einwände. Wer hat die Sperre ausgelöst? Waren Sie das? Ist das Ihr Werk, Hanako? Haben Sie das getan, damit wir einander wie Ratten im Käfig verschlingen? Hörst du? Haben Sie noch mehr Abschaum von der Straße mitgebracht? Ich habe... Sie sind hier! Halt! Was ist denn das? Was sind das? Ah. Elite-Einheiten? Er wollte... uns neutralisieren. Jetzt? Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit gehen würde. Ich rufe Leute zusammen und übernehme den Arasaka Tower. Okay. Du suchst meinen Bruder. Mit 45 Frames, abgedeckter Grafikkarte und... zum oberen Atrium. Von dort erreichst du Yorinobus Etage. Ja. Ich will ihn unbedingt lebend haben. Ich weiß auch warum. Lebend? Nach all dem? Er ist mein Bruder. Wenn ihm auch nur ein Haar gekrümmt wird, ist unsere Abmachung nicht. Ey, hajime nasai. Okay, nimm den Aufzug zum oberen Atrium. Machen wir ein Breach-Protokoll bei dem. 7a. 1c. 7a. 50. Setup Psycho. Was ist denn hier von der Seite? So, das ist auf unserer Seite. Ach Gott. Einfall! Was? Das ist halt voll der Witz, ne? Die spawnen da einfach im Wald drin. Aber es interessiert eigentlich gar nicht, ihr könnt einfach direkt straight durchlaufen. Ihr müsst einfach nur zum Fahrstuhl. Und dann ins obere Atrium. Und dann Arsch lecken. Schuss habe ich? Ne, 6 Schuss? Das hat glaube ich 10 Schuss. Na, da schauen wir mal, was die andere Waffe da so taugt. So eine Art Scar, ne? Erreiche den Aufzug. Moi moi. Am Ende des Flurs sind ein Atrium und ein Fahrstuhl. Sei vorsichtig. Wir können uns da im Prinzip jetzt gleich reinschleichen. Ein Kampf.
gebe jetzt erstmal noch eine Cyber-Psychose ab. Hier geht schon ein leichter Kampf gleich los, also zu, zwischen den ihren Anhängern, aber das tangiert uns eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. So. Wir haben ein Problem. Die Fahrstühle sind deaktiviert. Meine Leute holen sich in Kürze den Kontrollraum. Geht zum mittleren Fahrstuhl. Auf Ebene 3. Schnell. Gut. Auf der anderen Seite sind es noch mehr Treppen. Simpel, hä? So, Ober. Die Gebäudesperre wurde aufgehoben. Sei vorsichtig. Ja, Yorinobus Leute erwarten dich mit Sicherheit. Ja, mein. Ich werde dazu stoßen, wenn die Situation unter Kontrolle ist. 2067. Eine Arasaka-Leibwache stellt sich bei einem Attentatsversuch schützend vor den Tenno. 2071. Arasaka-Sicherheitsleute verhindern einen Massenaufruhr in San Francisco und bewahren die Stadt vor der Zerstörung. 2074. Arasaka-Leute decken eine Terrorzelle in Rio de Janeiro auf, woraufhin eine Anschlagsserie gestoppt und die Verantwortlichen hingerichtet werden. In Kürze kommt Netrunner Unterstützung. Arasakas Spionageabwehr gelingt es, 45 Anschlagspläne auf einen Konzern zu vereiteln, ehe etwas passieren kann. Wie wird Arasaka im Jahr 2077 glänzen? Es hängt von ihm ab. Die Wachen sind erledigt. Weiter vorne ist ein großer Raum, bewacht von den besten Leuten meines Bruders. Du weißt, was zu tun ist. Oh, meine Netrunner haben sich um die Türen gekümmert. Du kannst weiter. Ach, jetzt kommt. Ja, ja, jetzt kommt der Dicke. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Oh, fuck! Der Adam Sandler kommt jetzt gerade. Smasher. Adam Smasher. Ich wusste es, verdammt! Na, der macht ja nichts. Guck dir das mal an, wie easy der ist. Warum geht ihr wieder an den Anfang zurück? Adam Smasher ist endlich Geschichte. Guck dir mal das Opfer an. Was meinst du, Johnny? Der Wichser ist schrottreif. Das muss wohl reichen. Adam Smasher! Bleib einfach liegen, du rostiger Schrotthaufen. Was hältst du davon, Johnny? Das war für dich. So. Yorinobus Büro.
willkommen. Fast da. Aber es bringt mich hier nicht mehr hoch. Das finde ich scheiße. Ich ebenso. Und bitte. Ihm darf auf keinen Fall etwas zustoßen. Ja, mach dich auf. Keine Sorge. Das Vergnügen überlasse ich dir. Darf ich rein jetzt? Ja. Guck dir mal den sein schönes Kleid an, ne? Ein wildes Ende. Bist du nackig? Ja, ich. Wo ist meine Schwester? Sie kommt gleich. Bis dahin behalte ich dich im Auge. Also, tu nichts Dummes. Warum sollte ich? Ich habe alles getan, was ich konnte. Mir bleibt nichts. Sieh hin. Was erblickst du? Schrecken. Und überall so viel sinnloses Sterben. Sinnlos? Ja, sich die Kugel jetzt, dann hab ich eigentlich du hast gut gewonnen, oder? Verloren. Nein. Sie sind die, die verloren haben. Kyoto. Dubai. Paris. Diese Leute hatten heute eine Chance. Aber sie haben sie verloren. Eine Chance? Eine Chance worauf? Ihre Angst zu vergessen. Das ist Blödsinn. Nein. Er hat eigentlich eine gute Angst. Tat eigentlich vor. Solange ich mich erinnere, eine Sache muss ich ihn lassen. Er wusste, wie man den Leuten Angst machen kann. Eben. Der Vater hat so dermaßen geknechtet und der Bruder wollte, oder der Sohn von ihm wollte Veränderungen, ne? Er hat mir mal gesagt, alles vom Wert. Und jetzt beginnt bald alles wieder von vorne. Ihr werdet sehen. Und der Wind ist die Angst. Und dann, weißt du, was er getan hat? Mir ins Gesicht gepustet. Doch dieses eine Mal lag er falsch. Bei anderen ging sein Plan auf. Er wurde gefürchtet. Selbst jetzt noch. Du warst dort. Idioten, die sich vor einem Toten fürchten. Erbärmlich. Das wollte ich ändern. Wärst du doch nicht aufgetaucht. Du hättest überhaupt nichts verändert. Du bist genau wie er. Du willst nur Macht. Macht? Ernsthaft? Macht? Vor 50 Jahren jagten Terroristen dieses Gebäude in die Luft. Ja, hab davon gehört. Und? Was hat es gebracht? Nicht viel. Gar nichts. Aber ich hab daraus gelernt. Wenn Bomben hochjagen nicht reicht, was tun? Selbst zur Bombe werden. Hanako. Nissan. Matteitazo. Sekai ga kuzure saru toki wa kanarazu omae ga soko ni iru. Yamete. Hito no mae yo. Ich danke dir, V. Das wäre alles. Nicht ganz. Noch nicht. Ich halte mich an unsere Vereinbarung. Du gehst mit Helmer. Und du? Und du? Ich bleibe bei meinem Bruder.
weil die einen Plan haben. Ach, komm, sehen wir uns dein Problem an. Okay. So, wenn ich jetzt aufstehe, klappe ich gleich zusammen und dann sehen wir weiter. Ich werde das dann ganz schnell zackig beenden müssen. Okay, fahren mit dem Aufzug runter nach Mikoshi. Das Schicksal ist mächtig flatterhaft, was? Wovon redest du? Du kämpfst dein ganzes Leben gegen irgendwas. Nur um am Ende selbst dieses Etwas zu werden. Buchstäblich. Daga. Mo. Aha, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Ein kleiner Dialog. Meine letzte Fahrt gehen. So, ich klappe jetzt zusammen. Und wir beenden dann auch gerade an dieser Stelle dann die Folge und sehen dann uns bald wieder. Jetzt klappt doch endlich mal zusammen. Und tschüss. Haut rein, Leute.